Und darüber wollen wir sprechen. Im Studio begrüße ich den Oberst AD Ralf Thiele. Herzlich willkommen hier im Studio. Danke. Sie sind unter anderem Vorsitzender der Deutsch-Militärischen Gesellschaft, Politisch-Militärischen Gesellschaft. Wenn Sie diese Diskussion hören, um Waffen, um jetzt Taurus, was denken Sie darüber? Finden Sie, ja, wir müssen unbedingt so viel wie möglich liefern? Oder denken Sie eher, man sollte das in Ruhe überlegen, so wie zum Beispiel der Kanzler das ja wohl macht? Ja, dieses Micromanagement, das man entdecken kann aus vielen Bereichen der Politik, erschreckt mich natürlich tendenziell. Denn der ein oder andere sagt es sogar, dass er sich gerade bei Wikipedia schlau gemacht hat über Artillerie, um dann seine Entscheidung zu treffen. Und das geht natürlich nicht. Die Politik setzt im Grunde die Leuchttürme. Wo soll es hingehen? Macht den Mix aus Außenpolitik, Wirtschaftspolitik, anderen Bereichen und den Streitkräften und gibt dann dem Generalinspekteur oder Verteidigungsminister einen Auftrag, was er tun soll. Nicht? Und der muss dann Vorschläge unterbreiten. Das tun wir alles nicht. Wir leben eigentlich von der Hand in den Mund. Irgendeiner treibt immer eine Wunderwaffe durchs Dorf. Es war der Leo, zuletzt waren es die F-16, jetzt soll es der Taurus sein. Aber diese Wunderwaffen werden das Problem nicht lösen, dass die Ukraine eigentlich systemisch nicht gut aufgestellt ist, um diesem Gegner, der Kriegswirtschaft betreibt, Russland, dauerhaft zu widerstehen. Und wir wollen es offensichtlich nicht, denn unsere Politik richtet unsere Industrie nicht auf Kriegswirtschaft ein. Also wollen wir das ja offensichtlich nicht. Und deswegen sollte man sich auch aus diesen Einzelwaffensystemen heraushalten und überlegen, was ist meine Strategie, wo will ich hin? Aber wie sollen wir reagieren auf die Hilferufe aus der Ukraine, auf Selenskys Bitten um Waffen? Unter anderem unsere Korrespondentin hat ja eben auch gesagt, Unterstützung ist dringend nötig. Wie sollen wir reagieren? Was sollen wir tun? Es kommt immer alles zu spät. Nicht? Vor dem Krieg hätte man viel tun können, ihn zu verhindern. Als der Krieg begann, gab es auch Möglichkeiten, ihn schnell zu begrenzen. Wir hätten die Möglichkeiten gehabt, unsere Maschinerien anzuwerfen, zum Beispiel Munitionsfabriken zu bauen, Waffensysteme weiter zu fördern. Wir tun eigentlich immer die wichtigen Dinge nicht zum richtigen Zeitpunkt. Und jetzt können wir der Ukraine noch helfen, standzuhalten. Aber gerade weil es so knapp ist mit dem Standhalten, wäre es umso wichtiger, dass man jetzt zumindest mal auf einen Waffenstillstand kommt, auch wenn der nicht der Stein des Weisen ist, aber dass man einfach insgesamt mal eine Stabilität in die Sache hineinbringen kann. Also Sie würden raten, Waffenstillstand mit allen Begleiterscheinungen, die das aber mit sich bringen würde? So ist es. Wir Deutschen haben ja bei der deutschen Einheit auch etwas warten müssen, bis das wieder geklappt hat. Also auch die Ukraine sollte sicherlich jetzt Geduld üben, weil sie ist in keiner Position, um die Russen zurückzuwerfen. Und die Verbündeten sind in keiner Position, die Ukraine zu befähigen, das zu tun. Das ist sozusagen die Grundlage. Nun sagen andere, Putin würde aber einen solchen Waffenstillstand nur nutzen, um neuen Schwung sozusagen zu holen, neues Geld zu beschaffen und neue Kraft zu sammeln. Das ist tatsächlich eine Möglichkeit, die man sehen muss. Aber das müsste uns ja nicht daran hindern, uns selbst entsprechend aufzustellen. Eine der großen Schwächen des Westens ist ja im Augenblick, dass nicht nur die Ukraine schwach ist, um Russland zu widerstehen, sondern auch die NATO in sich schwach ist. Stellen Sie sich vor, Dänemark machte die Tage den Offenbarungseid und sagte, wir geben alle unsere Artillerie und Munition weg. Die Bundeswehr ist weitaus schwächer heute als vor 2 Jahren. Das ist ja nichts, was Putin beeindrucken kann. Da müssen wir sozusagen Dinge ändern und ein anderes Format hinbringen. Und das würde auch der Ukraine helfen. Ganz herzlichen Dank für diese Ratschläge und diesen Aufruf zur Mäßigung sozusagen. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, Herr Bader. Danke.